Meine lieben Trucker-Freunde, oder soll ich sagen, amore, te tu coeccolo, wir waren in die Milano. Ciao, ciao, meine lieben Bellas und Bellasse und, ach, hier neue Folge, ne? Ich sing mal wieder, ne? Spielkins on the road again. Yeah, das singt Manfred Mann. So, wir sind auf dem Weg nach Italien, meine lieben Leute, das machen wir. Wir fahren mal direkt weiter. Ich müsste jetzt irgendwo rumstehen, mal ganz kurz schauen. So, Autoteile von Kassel nach Milano. Sehr, genau, wir machen Motor an. Ah, va bene, va bene. Wie lange haben wir noch? Wir müssen noch 4 Stunden. Okay, kriegen wir hin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir sind. Wir sind irgendwo im wunderschönen Italien. Warte mal ganz kurz. So, Moment, ganz kurz gucken, ob mein, wie soll ich sagen, mein Gamepad wieder spinnt. Ich weiß es nicht. Ne? Gucken wir mal. Moment, da muss ich dann da. Moment. So. Okay, er spinnt wieder. Das heißt, ne, er wandert wieder. Seht ihr das? Ich mache nichts und er wandert. Gut, aber kein Problem. Moment, ich gucke nochmal so. Hallo? Ne, so müsste es an für sich okay sein. Was nicht okay ist, ist die Musik, die aktuell fehlt. So, ganz kurz mal schauen. Radio. Ne, wir fangen mal hier bei... fangen wir da mal an. So, wunderbar. Zim. Und dann gehen wir auf Weiterfahren. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie die ist. Aber ich stehe nicht auf den Kabeln wieder. Also irgendwie was mit dem Gamepad stimmt irgendwas nicht. Ich stelle das mal hier auf... Oh, auf 1. So, okay. Ja, passt das jetzt so ungefähr? Ja, müsst ihr. Wenn er jetzt nicht wandert, er wandert. Seht ihr, er wandert? Das nervt doch ein bisschen ab, irgendwie, liebe Leute. Ich weiß nicht, warum er das macht. Wenn da irgendwer von euch eine Idee hat, warum der Knüppel hier, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, guck mal, ich drücke jetzt auf 1, ne? Das ist dann die Ursprungsansicht, die ganz normale Ansicht. Wenn ich da jetzt ein bisschen runtergehe, dann wandert er komplett weiter runter. Ja, verstehe ich nicht. So, aber wir machen mal flumm, dumm, dumm. So, ich stelle das mal so an, dass wir jetzt halb, wie ich das Ding alles noch sehen können. So, flupp. Ne? Er wandert. Egal. Jetzt scheint er nicht mehr zu wandern. Jetzt hoffe ich, dass die Fatzekam halbwegs in einer guten Position sitzt. Und dann gehen wir mal Mathe, liebe Leute. Ja, es ist ne? Sonntag heute. Ich bin nicht dazu gekommen gestern, weil ich musste gestern arbeiten. Und dann schaffe ich in der Regelfälle keine Aufnahmen. Aber jetzt sind wir ja da. Jetzt sitzen wir in unserem wunderschönen Duff, ne? Und heizen hier ne, mit 67. Ja, das kriegen wir aber noch schneller. Das kommt noch, ne? Heizen wir nach Milano, va bene, na Italiano Milano, ne? Spielkins on the road again. So, das war immer ganz kurz gucken. Wunderschöne Landschaft hier, die Leute. Das ist immer vom Allerfeinsten, ne? Aufpassen, ne? Das war okay, da ist noch eine Tunnel. Wir sind hier nur durch Tunnel zu am Fahren, ne? So, okay, jetzt hoffe ich, dass er nicht wandert. Jetzt wandert er nicht. Super. Ja, dann müssen wir mal gucken, ne? Also, ne, wer da eine Idee haben sollte, warum mein Gamepad von alleine wandert, ne? Vielleicht ist es auch ein Tracker, ich weiß es nicht, kann es nicht genau sagen. Ja, wir schauen mal, ne, dass wir jetzt nach Milano kommen, ne? Und auch schönes Italien. Ah, ich bin in Milano, bin ich noch nicht gewesen, aber ich bin gewesen in die Firenze. Ah, Firenze ist eine wundervolle Stadt. Sehr historisch und mit Leonardo, mit Michelangelo. Ach, das ist wundervoll. Also Florenz, ne? Für die Nicht-Italiener und das. Oh, da sind Ballons. Da müssen wir ganz kurz mal gucken. Moment, Ballons, so viele Ballons. Boah, ganz viele Ballons. Ich gehe mal ganz kurz vom Gas. Das heißt ganz viele, mindestens 2. So, pass mal auf. Okay. So. Ich weiß jetzt nicht, wie die Fatze kam. Sitzt. Oh, ich glaube, ich muss da rüber. Danke, dass du mich gelassen hast. Das hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Aber es ist. Ja, es ist italienisch. Ne? Ne? Also, ich hatte schon, glaube ich, in meinem YouTube-Livestream gesagt: Wenn Milano sind, dann möchte ich als erstes essen eine große Pizza und dann eine schöne Espresso und danach eine Cappuccino. Ich liebe italienische Esskultur. Das ist einfach wundervoll. Ja, ich bin gewesen in die Firenze. Da war ich 18 Jahre. Was war das denn jetzt? Freunde, ich hab nicht gesehen, was das jetzt gewesen ist. Habe ich einen Schaden? Sehe ich irgendwo einen Schaden? Ja, ich habe bestimmt einen Schaden. Ne? Einen Schaden habe ich sowieso, aber was war das? Wie ist das gerade passiert? Bin ich jetzt hier irgendwo gegengeheizt oder so? Habe ich schon nicht so gesehen. Das ist eine große Tragic. Große Tragik, das ist... Ja, wie gesagt, meine Leute, ne, 18 Jahre da, oder 17, glaube ich, noch 19 oder 20, 21, ich weiß nicht. Irgendwann war ich auf jeden Fall in Florenz oder in der Toskana. Wir haben dann auch schöne Rundfahrten in der Toskana gemacht. Aber was ist da jetzt gerade passiert? Das muss ich mir beim Rennen aber nochmal ganz genau anschauen. Weiß ich nicht, wie viel schnell wir fahren? 78. Das war ein sehr enger Tunnel, da kann man aber echt Platzangst drin kriegen, liebe Leute, ne? Also,
Wer von euch unter Klaustrophobie, also Platzangst leidet, der ist hier nicht gut aufgehoben. Also ein bisschen klaustrophobisch bin ich ja auch. Nicht wirklich viel, aber ein bisschen schon. Ne? Aber ich weiß jetzt echt nicht, was da passiert ist. Wahrscheinlich habe ich die Wand gestriffen oder irgend so ein Scheiß. Ne? Bin ich wieder abgestriffen und habe dann vor Abstreifen die Wand gestriffen. Und dann stroffen sie ab. Ne? Ja, was soll ich sagen? Speakin's on the road again. Yeah, the sick Manfred man. Das ist alles eine riesengroße Tragödie. Jetzt muss ich mal ganz kurz, da steht irgendwas von 2. Da kommt ein so langsam großer Fall. Ist das die Grenze? Sind wir jetzt zu Italien? Ah, wir sind im Land der Pasta und Pizza. Oh, Moment, ich sollte dann meine Runde bremsen. Weil wenn hier nämlich gleich, oh, hier kann ich 100 fahren. Dann gehen wir mal Mathe, wenn wir 100 fahren können. Ah, man, der ganze Zeit. Oh, ist es nicht wunderschön? Die Landschaft leider nicht zeigen, weil ne, das ist, ich krieg's nicht hin, Freunde, ich krieg's nicht hin. Ich mache einen Crash nach dem anderen. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen, ne, verletzt und, na, ich gebe mal Mathe. Ganz brav fahre ich weiter. Schon wieder ein Tunnel. Also das ist ja eine reine Tunnelgesellschaft hier, ne? Das ist, wir können 100 fahren. Da kommt eine Zickzackkurve, sagt die, das Schild. Okay. Ja, also wie gesagt, waren damals in Florenz, Firenze, ne, und die Toskana ist wirklich wunderschön, meine lieben Leute. Das ist einfach echt traumhaft. Und dann sind wir auch gewesen in die Venedig, ne, in die Venezia, ne, das ist, ach, das ist, oh. So, kommen wir jetzt an die Grenze, muss ich hier runter, ne, muss ich noch nicht runter. Ganz kurz hier mal auf das Schild gucken, sehe ich da irgendwas? Innsbruck, München, Milano, Torino. Ah, wir fahren jetzt in die Milano. Ich liebe Milano. Ich war noch niemals da, aber ich habe schon voll Hunger auf Pizza. Habt ihr auch Hunger auf Pizza, Freunde? Ihr wisst ja, ich bin schwerstens pizzaabhängig und das ist... Aber das macht ja auch Spaß, ne? So, pass mal rum. Wir müssen erstmal geradeaus. Das heißt, ich muss da... Da muss ich jetzt nicht runter. Da kommt auch gerade aktuell keiner. Da geht es nach München. Hier geht es nach Milano. Ich habe wieder meinen Gasfinger, der voll durchtretet. Du drückt. Das ist ja ein Finger, der drückt ja. Der tritt ja nicht, ne? Während ne, die echten Brummis-Fahrer, die haben natürlich ein Gaspedal, Finger, Fuß. Ne? Da ist es auf jeden Fall. So, wir sind, glaube ich, richtig in die Milano. Können wir hier rechts rübergehen? Ne, brauchen wir gar nicht. Doch, nee, das ist, ist auf jeden Fall grün. So, wir haben noch, noch 112 Kilometer. Oh, das ist, ich muss das einfach machen. Schaut mal, wie schön das ist. Das ist sogar, glaube ich, relativ echt, ne? Brennermäßig. Ich kann es nicht freuen. Ich würde es gerne machen. Ich würde es euch gerne, ne, zeigen, aber es geht nicht. Es geht nicht. Ich muss mal gucken. Also, wenn die Facecam heute nicht perfekt sitzt, liebe Leute, dann, ne? Facecam, perfekter Sitz, ne? Aha. Drei Wettertaft irgendwie war das. Pass mal auf. Oh Gott, ich eier hier durch die Gegend, aber. Aber das Komische ist, mein Pad macht das irgendwie nur bei diesem Spiel, bei Euro Truck Simulator. Na, wenn da irgendeiner eine Ahnung hat, wie ich da dieses Pad-Einstellung optimieren kann, würde ich das gerne machen. Aber aktuell bin ich ein bisschen ratlos, Freunde, echt. Also, als ich gefahren bin in die Milano oder in die Italien, das sah alles sehr, sehr ähnlich aus. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Die Landschaft ist schon echt toll. Ich kann mal ganz kurz. Ja, so hat's ausgesehen. Genau so hat's ausgesehen. Okay, pass mal auf. Kollege, du willst jetzt hier. Wie schnell fahren wir? 87. Okay, ich. Moment, mein Bett wandert schon wieder. Okay, da kommt ein gelber Flitzer von links, ne? Von, ja. Ist das ein Golf? Ich weiß es gar nicht. Das ist nicht wunderschön, Freunde. Das ist nicht wunderschön. Ah, ich glaube, ich sollte. Ach, das ist immer so traurig. Ich weiß nicht, ob das mit dem Lenkrad leichter zu spielen ist. So, lass mal aufnehmen. So. Jetzt fahren wir. Schau mal, die Sonne, wie schön, die Sonne. Wir fahren in den Sonnenuntergang und wir fahren in die Milano. Ist das hier Grenze? Ist Grenze? Ich muss mal bremsen.
ist ja das eine Grenze. Sind wir jetzt hier in Italien? Na, es ist immer noch Schweiz. Genau, wir sind Schweiz. Wir sind ja in der Schweiz aktuell gewesen. Wir fahren jetzt durch die Schweiz in die Italien. Ah, es war wundervoll, wundervoll. Ah, tutto eccolo. Allora. Ah, va bene. Oh, das ist. So, dann geben wir mal wieder Gas. So, Italia, willkommen in Italia, liebe Leute, jetzt gibt's Pista Pasta und da sind auch so schöne kleine gerollte Kügelchen, wieder gerollte Heuballen, das haben sie also auch in Italien. Müssen wir schlafen? Nee, wir haben keine Stunde mehr, wir sind, ne, das kriegen wir hin. Wir könnten da zwar am Rastplatz jetzt eine Pizza essen, aber das machen wir doch lieber in der City, liebe Leute. Das wäre schön, wenn das ginge, dass man da irgendwie mal so ein bisschen auch Sightseeing machen kann, ne? Ich glaube, dann wäre es kein Eurotrack-Simulator mehr. Das ist, ne? Ah, da gibt es wahrscheinlich aber Pizza Pasta. Das ist ja Italiano, gibt es immer Pizza Pasta. Das ist so ein Cappuccino. Oh, ich liebe Cappuccino, ich liebe Espresso. Ich bin eine, ach, vom Essen her bin ich eine totale Italiener. Das ist einfach unvorstellbar. Moment. So, So, lala. So, da ist ein schöner Wasserturm. Sieht so aus wie ein Wasserturm. Was ist jetzt hier? Jetzt muss ich ganz kurz jetzt gleich wieder rück. Oh, wo sind wir? Jetzt muss ich jetzt Maut bezahlen, Freunde. Hat Italien an Maut? Oder ist das hier die Grenzabfertigung? Karte. Karte habe ich an Bord, aber ich will. Dann müssen wir echt Maut bezahlen. Einfach durchfahren, Freunde. Wir brechen durch, ey. Können wir gar nichts. Was ziehen die uns in der Wuffel ab? So, Joy-Taste. 7 Euro. Für 7 Euro geht das Ding auf. Naja. Das ist ärgerlich, ne? Musst du 7 Euro, kannst du ja besser eine schöne Pizza für holen, ne? Aber ja, nun, so ist es. Das müssen wir ganz, wir müssen glaube ich, rüber oder was? Milan, wir müssen hier ab. Aber das Navi zeigt nicht ab. Wieso zeigt das Navi nicht ab? Navi zeigt geradeaus? Warte mal, Freunde. Ah, da geht's wohl auch nach Milan. Okay, dann fahren wir mal rüber. Du fährst jetzt bitte. Dreckstück. Okay. Arschloch, hättest du mir ja ruhig mal vorbeilassen können. Mein Gut, der will natürlich heizen, einen weißen Brummi, ne? Das stoppt immer alles, ne? Das macht es ein bisschen langsamer. Aber die paar Minuten, die er jetzt gespart hat, ne? Ja, wer weiß, ne? Fährt ihm dann irgendwann einer rein und ne, dann denkt er sich, scheiße, hätte er den Spielkind mal vorbeigelassen. Dann wäre es nicht passiert. Ne? Wer weiß, wofür es gut ist, liebe Leute. Wer weiß, wofür es gut ist. So, kommt da von rechts einer, da kommt keiner. Gehen wir mal rüber, ohne zu blinken. So, was ist jetzt hier 100? 100 heißt Gas geben, Freunde. Wir fahren auch schon 79, das ist eine coole Nummer. So, ich gebe mal Mann. Ah, das ist so wunderbar. Schaut euch die wunderschöne Landschaft an. Da sieht man so ein bisschen. Ne? Wie ein Besoffener wieder zu fahren, ne? Aber ja, nur, das passiert. So, jetzt müssen wir ganz kurz. Wir müssen jetzt hier runter. Ah, wir müssen noch runter. Ah, in die Milano, va bene. Machen wir mal eine Blinkemann und Söhne. Er hat geblunken, Freunde, habt ihr gesehen, er hat geblunken. So, was haben wir drauf? 69. Warten Sie mal ein bisschen. Milano, da steht Milano, va bene. Milano, willkommen. Hab ich schon das geschreddert, Freunde? So, keine Autobahn, wir müssen links. So, pass mal auf. Sollten wir uns da mal einordnen? Ich habe das jetzt total nicht gesehen. So, Milano, also von da kommt ein dicker Truck, von da kommen auch noch ein paar Autos. Wir blunken weiter. Da geht's nach Verona. Boah, wie soll man denn hier rüberkommen, Freunde? Jetzt mal ohne Scheiß. So, sobald das hier weg ist, fahren wir mal, gehen wir mal Gas. So, Freunde, ihr wartet jetzt, ne? Sonst gibt's Tote, ne? Und mit mir ist da nicht zu spaßen, das wisst ihr. Also, ne? Leute, wieso geht denn mein Ohrstöpsel dauernd raus? Leute, die meinen Eurotruck verfolgt haben, wissen, mit mir ist nicht zu spaßen. Ich kenne sehr wenig Verwandte, bis kaum welche, ne? So, sind wir ganz 70, okay, fahren wir mal 70. Aber schön hier, ne? Schau mal. Ich hätte gerne den Dom von Milano gesehen, einen wunderschönen Dom, habe ich ja gesagt, ne? Also, Marius als Theo gegen den Rest der Welt war auch schon in Milano. Oh, Milano, va bene. Wir dürfen 70 fahren in die Milano. Mal gucken, ob wir den wunderschönen ersten Aufenthalt in Milano. Va bene. Wir müssen da vorne rechts.
Gut, das ist grün. Da müssen wir gucken. Er macht auch eine sehr große Burg. Dann müssen wir auch machen, damit wir nicht straddern wieder auf die... Ah, haben wir geschafft. Haben wir gut geschafft. So, muss ich jetzt... Da vorne müssen wir hier schon links. Nehmen müssen wir gleich noch weiter. Du, der fährt links, genau. Ich habe wieder vergessen, welche Firma wir... Das ist, vergesse ich immer das. Sieht aber nach diesem... ähnlich... Oh, Moment, wir müssen hier... So rein, geht gar nicht anders. Okay. Jetzt hier rein. Moment, jetzt sehe ich das mit der Karte nicht. Ich glaube, wir müssen nur einen weiter, oder? Ja, ich glaube, wir müssen nur einen weiter. Ist dann hinter uns, mir egal. Ja, ich glaube, wir müssen nur einen weiter. Oder habe ich mich jetzt schon wieder verfahren? Okay, dann gehen wir mal Gas. Gut, links abbiegen, Gegenverkehr und so, ne? Okay. Ah, ich glaube, das ist der Firma, ne? Mit dem gelben Zeichen. So, und jetzt? Ist das hier rein? Ja, ich glaube, hier ist das rein. Hier müsste das rein sein. Oh Gott, es geht ein Parken mit Speaking 45 los. Das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Ich habe geblunken. Habt ihr gesehen? Ich habe geblunken. Ich glaube, als wir losgefahren sind, war das auch so. Das war irgendwie eine, durch einen Tunnel und hast du nicht gesehen? Hör auf zu blinken! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss jetzt hier, glaube ich, links, ist das richtig? Ich glaube, muss ich nicht blinken. Hallo, würdest du bitte mal. Aber genauso hat das doch zu Hause auch ausgesehen, als wir losgefahren sind, oder nicht, Freunde? Oh Gott, da müssen wir einparken. Das schaffe ich nie im Leben, Freunde. Das schaffe ich nie im Leben. Ja, aber probieren will ich es. Probieren will ich es, Freunde. Probieren will ich es unbedingt. Nee. Und das können wir, glaube ich, mal ganz, ganz geflissentlich vergessen. Aber ich teste es, weil die Folge ist eh noch relativ jung. Ne? Wir sind jetzt, glaube ich, bei knapp 17 Minuten und... So, jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Okay, warte mal, so einschlagen, so einschlagen. Da war es durch. So, pass mal auf. Ganz ein bisschen vorne. So, zurück in die andere Ansicht. Okay, muss ich jetzt so einschlagen? Oder wenn ich so einschlage? Das könnte funktionieren. Schon wieder nicht funktioniert, macht aber nichts. Wir stehen, glaube ich, ganz gut. So. Kommt wieder das Lenkrad rum. So, jetzt nochmal, wir holen das nochmal. Wir haben ein bisschen Zeit, Freunde, ne? So, wenn ich so, wenn ich dahin drehe, dann geht er doch in die andere Richtung, oder? Das war zu schnell, das war zu schnell, das war zu schnell. Macht aber nicht. Da fahre ich mal ein Stück nach vorne. Da fahre ich ein Stück. Komm. Okay, das war die Hupe, das passiert gelegentlich, ne? Jetzt gehen wir mal rüber. Da vorne, ne? Das ist ne, alles gar nicht so leicht, ne? Aber so, sind wir jetzt richtig, ist das jetzt richtig eingeschlagen? Ganz kurz mal gucken. Okay. Also ihr wisst, das ist, ich gebe alles, ne, aber das ist nicht viel, was das Einparken angeht. Boah.
Ich finde, ich stehe schon gut drin. Ne? Sagt mal ehrlich, also das sieht doch schon eigentlich fast so gut aus. Ne? Okay, warte, ja, in eine andere Richtung. Also ich finde, jetzt passt es. Jetzt passt es. Jetzt muss ich nur irgendwie die Karre nicht verreißen. Moment. Komm. So, pass mal, wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt andersrum... Andersrum drehen. So, pass mal, machen wir hier. War wieder nicht zu schnell. Aber liebe Leute, wir haben noch Zeit. Wir sind, unsere Pizza müssen wir uns ja auch verdienen, ne? Sind wir ehrlich, ne? Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Ich weiß nicht, die meisten schalten schon weg, wenn ich diese Parkversuche mache. Aber ich muss es ja irgendwann mal lernen. Ich meine, ihr wisst ja, ich lerne das nie, aber. Müssen wir denn jetzt so, pass mal auf, ganz kurz mal gucken, so, dann fahre ich. War der da gerade drin oder war der nicht drin? Ich habe das gar nicht gesehen. Also ich finde, das sieht schon echt gut aus, ne? Aber er will mehr. Er will mehr. Na gut, dann fahren wir mal hier so. Ich schlag voll ein. Reicht er das immer noch nicht, Kollege? Das sieht doch schon fast gut aus. Okay, pass mal, machen wir mal. Schlagen wir jetzt mal in die andere Richtung. Ja, seht ihr, wie der fleißig am Kurbeln ist, der gute Mann? Ne? Das ist auf jeden Fall anders. Wenn ich jetzt ganz leise zurückfahre. Oh, ich hab gut. Scheiße, da bin ich erschrocken. Okay, dann probier es jetzt nochmal. Jetzt. Ah, das Ding ist halt. Ganz langsam, ganz langsam. Okay. Also, ich für mich finde, das passt. Aber ich bin ja auch kein Computer, ne? Okay. So, wo stehen wir jetzt? Wo stehen wir jetzt? Wenn es noch beschissen war als am Anfang. Okay, das heißt, ich muss jetzt wieder so ein bisschen. Falsche Leute, ich hab hier falsch gedacht. Na gut, na gut, na gut. Das Ding ist halt immer, das Ding ist ein bisschen laut beim, wie soll ich sagen? Stopp. Beim Einparken, wobei ich dann in der Außenansicht bin. Die Außensicht ist irgendwie ein bisschen lauter. Aber wir versuchen das. Leute, eine Pizza muss verdient werden, ne? Das geht nicht ohne. So. So, okay, okay. Sieht gut aus, sieht gut aus. Nein, das ist die falsche Seite, Entschuldigung. Ich darf halt irgendwie auf. Ich muss aufpassen, dass ich das Ding nicht verkeilt. Wenn ich das irgendwie hinkriege, dass das Ding nicht verkeilt, dann haben wir fast gewonnen. Dass ich mir die Let's Player angucke, die dann mal eben kurz da rein und dann Schuss und dann hast du nicht gesehen. Da ziehe ich meinen Hut vor, vorne jetzt echt drauf. Ich, wie ihr seht, habe das gar nicht drauf. Okay. Also für mich sieht es gut aus, aber ich bin nicht gefragt, was ist das Problem? So,
denken sich aus, was ist denn da für ein Idiot am Penner, ne? Am Steuer, das ist okay. Tipp. Ah, Herr Gismettmann, du hilfst mir jetzt, ne? Mit deinem Kraft der Stärke und so, ne? Ist das so richtig? Ja, das ist falsch. Und so. Das ist auch wieder falsch, wie? Das verstehe ich nicht, Freunde. Also das Prinzip, na, irgendwer hat mir mal geschrieben, einfach gegenlenken in die andere Richtung. Querdenken, ich meine, ich denke irgendwie schon quer, aber rückwärts kann nicht mal ich denken, das ist das Problem. Und jetzt kommt mir ganz weit. Ich will jetzt nach da einsteigen. Halt mal so. Sehr viel Gas gegeben, aber egal. Okay, da haben wir uns ganz verkeilt. Hey Francesco, Marco, ich komm nicht rein. Was mache ich hier in Milano ohne reinkommen? Falke Decke, scheiße, so, pass mal auf. Langsam rückwärts. Langsam. Ja, Freunde, ich sag grad nicht viel, aber wisst ihr was hier? 27 Minuten. Wir drücken mal die Joy-Taste. Ich krieg das nicht hin, Freunde. Ich weiß auch nicht, ne? Das ist, glaube ich, meine 13. oder 14. oder 15. Folge. Ich weiß nicht. Abzug für Schäden 700 Pfeifen. Aber wir haben insgesamt 14.000 gemacht. Zufriedenstellend. Verbrauchter Kraftstoff 360. Haben wir irgendwas? Fernverbindliche. Basisvergütung 12.000. Erfahrungsbonus. Aha. Bonus für Fernfahrten. Aha. Schäden. Das muss ich mir im Render nochmal angucken, was genau ich da gestriffen habe. Ich kann es gar nicht genau sagen. Wir fahren mal fort. Zufriedenstellend. Naja, eine 3 in der Schule ist keine schlechte Note insofern. Ja, meine lieben Leute, dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Wir schauen uns mal in der nächsten Folge dann an, was wir hier für einen Auftrag klar machen. Ich denke mal, nur die harten, wirklich harten Spielkind-Fans sind jetzt bis jetzt dabei geblieben, auch wenn ich es nicht geschafft habe. Es tut mir leid, ne? Es ist... Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr euch den ETS bei mir hier anschaut, ne, das passiert. Aber Milano war schön, wir gehen jetzt erstmal eine Pizza essen, liebe Leute, ne, ich werde, was nehme ich denn, ich weiß gar nicht, Pizza, ja, ich weiß es nicht, wir schauen. Und danach auf jeden Fall Cappuccino und Tiramisu. Liebe Leute, ich sage, va bene und ja, wir waren wieder on the road und schauen dann nächsten Sonntag mal, wie wir das dann weiter wuppen. Dann gucken wir uns auch einen neuen Auftrag aus. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde, halt euch wacker, ciao, sagt euer Trucker 45. Milano. Ich habe gar kein Auto.